So, servus und willkommen zu Subtraum Bayern. Ja, live hier aus dem Erdinger Hinterland und ja, die Genehmigung oder um die Genehmigung, was wir das letzte Mal bekommen haben, laufen wir jetzt hier ein bisschen umeinander. Ich habe eine Verstärkung geholt, die zeige ich euch jetzt gleich. Da, da sind schon alle am Laufen und da haben wir einen Fund, zwar nicht der erste, das andere war der Schrott, einen Arsenknopf und das Besondere ist, der Rand, dass der so quasi eingedrückt ist. Sieht man auch selten. Gut, machen wir weiter. Oh, was haben wir da? Ein Teil einer Schlitzrose. Ja, die war aber nicht einmal klein. Wenn ihr es euch anschaut, die ist handgroß gewesen. Ja, ein Stück Schlitzrose, machen wir weiter. Und einen Knopf hinterher. Ja, wie gehabt, nichts Besonderes. Na, recht alt wird er auch nicht sein, kein Ornament. So, da haben wir zwei Vogelringe auf einmal gefunden, also ein Vogelvieh mit zwei Ringen, warum weiß ich nicht. Ich habe so einen Plastikring auch noch nie gesehen, klar, den finden wir auch in der Regel nicht. Ja, irgendwas, ein Vogelring. Oh, ja. Jetzt wird es dann wieder ein bisschen spannender. Das ist eine Messerzwinge, man sieht es, da sind die Nietungen, genau, da sind die Nietungen durchgelaufen, links, rechts. Da ist die Klinge vorgegangen und leichte Ornamente sind auch drauf. Genau, das war vorne an einem Feitel dran. Kann man es ein bisschen sehen, ja. Ja, schön, nichts Besonderes, aber schön. So, was ich jetzt mache, ein Live-Tick. Ja, gut. In dem Fall auch nichts Besonderes, weil Oberfläche, da liegt es. Packt man das Ding nochmal aus. So, mal sehen, ob ich heimgehen kann. Nein, kann ich noch nicht. Aber der ist schön benannt, Halleluja. Der ist wirklich schön benannt. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber schön benannt. Schauen wir mal. Da ist nichts drauf. Irgendein Wappen. Ziemlich der Fakt. Ja. Irgendwas Bayerisches, denke ich einmal, ja, könnte schon sein. Kreuzer, Pfennig, sonst irgendwas, ja, immerhin. Einmal Live-Tick. Ja, nichts Besonderes, aber immer wieder gern genommen. Ein Knopf, diesmal sogar sehr gut beieinand mit Ösen und allem drum und dran. Ja, ornamentiert. Ja, immer wieder ein Kracher. Genau. Einmal halbrunder Knopf. Ach. Nein, leider muss ich weitermachen, ist doch kein Silber. Aber es ist wahrscheinlich ein einseitiger Pfennig. Unten sieht man so den Lorbeerkranz oder was auch immer das sein soll und oben das Wappen. Was genau, weiß ich leider noch nicht, aber das findet man noch raus. Einmal eine schöne dünne, also schön alt, schöne dünne Kupfermünze. Und noch einen Knopf, ja, der war nicht so schön benannt. Wir müssen eine Arbeit haben wie die Wilden auf dem Feld. Was darf nicht vom Land flocken? Naja, immerhin, ein Knopf, geht's weiter. Oh, eine Musketenkugel, wunderbar. Und getroffen hat er auch nichts, so rund wie es ist. Ja, zwischen, jetzt habe ich Gegenlicht, das ist wurscht. Machen wir hier mal eine Zwischenaufnahme. Wir haben ein kleines Kind gefunden. Nein. Also, was haben wir denn? Meist habt ihr schon gesehen, Haufen Knöpfe und so weiter. Das sind jetzt da meine Funde. Dann hier klassisch große Eisenteile. Ja, da freut sich natürlich immer der Bauer, wenn du sowas rausziehst. Also Bulldog-Reifen kostet dann doch ein Geld. So, was haben wir sonst noch? Jetzt noch hinstellen. Schaut euch das an. Der Münzsauger war unterwegs. Leider ein totes Victorinox. Das wir nehmen würden, dann wäre es ein schönes Messer, durchaus. Und natürlich die leidvollen Hülsen, die hast du halt überall. Ja, schaut nicht schlecht aus. Dann machen wir mal weiter, schauen wir, was noch kommt. Ein Widerhalter, sag ich einmal. Man kann es ein bisschen sehen. Hinten ist nur der Haken drauf. Leider verbogen, ja gut. Biegt man halt wieder zurück. Aber es ist nichts anderes als ein Strumpfhalter.
Ja, was haben wir da? Einen alten Nazi-Zinker. Da freut man sich natürlich nicht. Ja, ein Nazi-Zinker. Da haben wir einen mir rechts Pfennig. Ja, 1924, hinten mit der Gabe drauf, kennt man. Ja, ein Pfennig. Ja, und wir arbeiten uns nach oben zur 2-Pfennig-Stück. Jawohl. Na, mal schauen. Irgendwann kommt dann doch die Goldmark. Oh, ja, wir packen's. Ja, da ist halt schon jemand drüber gegangen, man merkt's halt. Aber ein paar Sachen sind schon noch rausgefahren, war ganz lustig. Und ja, Hauptsache ist man unterwegs. Hab noch was. Liebe Leute, schönes Wochenende euch. Viel Erfolg immer beim Sondeln und immer brav macht's eure Lächer zu. Gell? Wir hören uns. So, ja, Zack 2 und diesmal mitten im Moos. Also weiter kann man nicht reinkommen, und zwar das südliche Moos von Erding. Ja, da gibt es nämlich zwei, eins oberhalb und eins unterhalb. Und das unterhalb ist fast noch intakter als das obere. Wurde aufgestochen. Jetzt schaut euch das Ding mal an. Platt wie ein Flunder. Das mitten in Bayern, man möchte es nicht glauben. Aber so ist's. Genau, und da werden wir jetzt gehen, das ist erwiesen. Möb, wie man sieht. Und ja, schauen wir mal, ob sich was rausgeht. Viel Glück werde ich nicht haben, weil es ist eigentlich zu weit weg von den nächsten, das ist da vorne, in dem Bereich, da wurde was angebaut. Was heißt angebaut? Da waren Siedlungen, aber ja, vielleicht ist ja nach unten auch was gegangen. Die Erde ist nicht allzu dunkel, das heißt, das kann sein, dass das auch schon länger hergenommen wird. Naja, schauen wir mal, vielleicht geht es was aus. Bis zum ersten Fund. Der erste Fund, der hat nicht lange auf sich warten lassen. Was haben wir? Einen Münzknopf. Leider kann man nicht mehr genau sehen, was für eine Münze. Vielleicht, wenn ich die Rückseite sauber mache. Vorne abpoliert, könnte bayerischer, keine Ahnung, Kreuzer oder sowas gewesen sein. Das ist nicht sonderlich groß. Naja, aber fängt gut an, kann so weitergehen. Ich hoffe, dass man mich noch hört. Der Wind wird immer schlimmer. Ein bayerischer Uniformsknopf. Juhu! Ja, aber wirklich schönen. Hinten noch total gut beieinander. Öse, allen drum und dran. Sehr geil. Freut mich, weil den hat man selten, wenn der noch so gut beieinander ist. Super Sache. Ein Knopf aus Bayern von der Uniform. Der kommt kalt. Der kommt da gerade angelaufen. Und zieht sich dann auch diesen tollen Knopf an. ja, das findest du halt auf Feldern. Knöpfe, logisch. So, winker mal. Jawohl, reicht. Ja, irgendein Verschluss, da will ich jetzt aber nicht rumreiben, weil hinten reißt man sonst das Drum da ab. Puh, kann was sein, kann nichts sein. Kann es jetzt überhaupt nicht einschätzen. Keine Ahnung. Ja, irgendein Verschluss. Ich mach mal sauber. So, und jetzt gleich auf der gleichen Höhe und aber die zweite Bahn. Ja, nochmal ein Knopf vom bayerischen Militär. Diesmal die Öse nicht ganz so schön, aber es macht nichts. Naja, wenn ich jetzt den passenden Soldaten auch noch ausgraben werde, werde ich euch Bescheid geben. Einmal oder zum zweiten Mal, besser gesagt, ein bayerischer Militärknopf. Die finde ich in letzter Zeit jetzt schon verflucht oft. So ein Halbkreis. Ja, so eine Halbkugel, diesmal noch schön beieinander, schöne Ornamente drauf, ja, ist ein schöner Knopf, nichts Besonderes, nichts echt alt, aber immerhin ein Knopf. Da ist sie auch, die Reichsmünze, die Reichspfennig, da ist er. Hinten sieht man nur ein bisschen den Geier. Ziemlich schlecht benannt. Naja, vielleicht sollen wir machen. Ein Reichsmünz. Wie sind? Drei. Der dritte bayerische Militärknopf. Ja, jetzt ein Stück weiter weg, aber noch auf der selben Bahn. Ein bisschen zerdetscht. Ja, mei, der Flug halt. Ja, schön. Jetzt kann ich mir dann gleich noch eine Uniform dazu machen lassen. Die Knöpfe habe ich dann bald. Der dritte Knopf. Da ist der Freifahrtschein, jetzt kann ich nach Hause gehen.
Ja, Silber und was? Wer bist du denn? Ja, wer ist denn das? Ja, irgendein Schädel drauf, also nichts Bayerisches. Ja, keine Ahnung, kannst du es gerade nicht erkennen? Ja, ist ja auch wurscht. Wir machen es sauber. Ich habe eine Silberne. Wunderbar. Wunderbar. Einmal Silber vom Feld. Ein Teil einer Schlitzrose. Ja, das war mal ein richtiger Platschadi, Leute. Ja. Schön. Teil einer Schlitzrose. Das ist ein Feldfund. Ein Fingerhut. Das kann natürlich auch so ein Ring gewesen sein, so ein Nähring. Aber ich glaube eher, dass es ein Hut war und oben so ein Stein drin. Naja, ein Fingerhut. Jetzt die nächste Münze. Wunderbar. Ein bayerischer Pfennig. Juhu. Jawohl. Ja, nach 1805. Königskrone ist drauf. Ist aber schön benannt. Ja, wunderbar, freut mich. Ja, das Feld ist jetzt gar nicht übel, wenn man schaut. Weit bin ich noch nicht gekommen. Ist vielleicht 3 Bahnen. Da haut es noch was raus. Wunderbar. Ein bayerischer Pfennig. Alex muss gehen. Ich muss leider gehen, genau. Ich muss gehen, ja. Frau wartet. Aber vorher machen wir noch. Schreit, Frau wartet oder was umgekehrt. So ist es. Ein Schlüsslein. Ja. Das ist ein cooler Beschlag. Schlüsselbeschlag, das ist schön. Mhm. Cool. Das hat da irre aus, ja. Dann machen wir weiter. Dann haben wir noch so ein paar. Ein Ringerl. Ja, da freut sich der Bauer. Das sind die Ringerl, die im Reifen finden. Genau, gerade mit solchen Spitzen. Also alles wegwerfen. Ein Schmankerl. Gut. Ja, Beilagscheiben. Diesmal. Ja. Oder Ring, wenn man kein Geld hat, für die Frau. Ja. Je nachdem. Der Klassiker, Patronenhülse. Hast du immer wieder. Ich habe keine Ahnung. Haben wir keine Ahnung? Gut. UFO? Einmal UFO? Schauen wir noch. Ja, einmal Schrotflinten, Deckel. Ja, die hast du halt auch klar. Noch keines. Ah, ein wunderschönes Mundharmonika-Blatt. Oh, von was ganz kleinem Mundharmonika. Eine ganz was kleines. Für den Basel. Das wollen wir schon vorstellen. Wunderbare Sache. So. Münzen hast du keine gefunden. Warte. Jetzt können wir's. Münzsauger. Münzsauger, ja. Das halt ist nicht so, aber gestern. Das hat so was Zeug raus. Jetzt haben wir noch ein paar schönere. Jetzt kommen die richtig guten. Das sind in den separaten. Im Separé. Im Separé, genau. Im Separé. So, jetzt darf ich ihn bitte raushauen. Irgendetwas mit floralem Muster. Also, sonst wird das Ding nie im Leben schaffen. Ja, selbst so nicht. Ja, komisch. Ja, jetzt habe ich die Licht. Jetzt. So viel Licht jetzt. Ja, das ist keine Ahnung, was das war. Irgendwie. Hinten so mit komisch. Irgendein Beschlag. Kreuzschutzgürtel. Das ist auch nur Beschlag. Ja. Und die einzige Münze des Tages. Nein, stimmt nicht. Ich habe ja noch nicht. Eine gerade. Jetzt habe ich. 10 Pfennig. Genau. Noch sichtbar. Schon mal nicht schlecht. Noch sichtbar. Und wo ist der andere jetzt? Vor gerade eben? Da eben auch noch einen. Ja. Deswegen buckern wir uns ja, weil sich Regen ja Segen bringt. Ja, Loco. Da haben wir einen. Regen, Siegen. Ich schaff. Ah, doch, jetzt. Ah, geil. Schön. Ja, wunderbar. Gut, dann schauen wir mal weiter, was noch kommt. Und nicht gleich nochmal heimgehen. Ein Kreuzer 18, was ist das? 30 oder 50? Ihr könnt es besser sehen als ich. 30? Ja, bayerischer Kreuzer. Wunderbar. Silber. Die zweite für heute. Uha. Mystery Lad! Ja, für was war denn das Bleigurt? Ja, irgendeine landwirtschaftliche Maschine wird schon gewesen sein. Ja, zur Not auch, was weiß ich, Spinnstock, keine Ahnung. Auf alle Fälle findest du immer wieder, diesmal in einer etwas größeren Ausführung. Aber was genau und wie? Keine Ahnung. Ein Stück Blei. So, und das war's für heute. Ich habe fertig. Ja, ungefähr ein Drittel vom Feld habe ich. Der Alex, ja, guten Streifen hat er auch gemacht. Ja, die 3 Knöpfe, schon nicht schlecht. 2 silberne, das ist für ein normales Feld ganz eine schöne Beute. Kann man sich jetzt nicht beschweren. So, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht es gut, Servus.